Ich weiß, er schneidet das sonst so wieder nicht raus, aber was willst du Ja. machen? Es gehört halt dazu. Ihr seht, das ist unsere Vorbereitung hier. So sieht's aus. Hallo Leute, willkommen wieder auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Ja, heute, wie unter einem Video mal gewünscht, raus aus der Wüste, diesmal in den Pazifik hinein. Und ja, wir haben gedacht, wir machen es heute mal ordentlich und andersrum. Genau. Wir hatten ja noch mal einen Punkt offen gehabt, als wir damals oder zwischenzeitlich noch eine Landung gespielt hatten. Da hatten wir uns ein bisschen verhaspelt, weil wir unsere eigenen Regeln da gemacht haben und das Punkte-Ungleichgewicht nicht mit einberechnet hatten. Und das Genau. war ja ein totales Desaster gewesen. Und heute haben wir gedacht, wir spielen es jetzt nochmal richtig. Das Szenario so, wie es halt vorgegeben ist. Genau. Wir Die spielen Armees. ein Szenario aus dem Pazifikbuch, Pazifik, also genau. Empire in Flames, Genau, das das erste. erste. Genau. Und ja, die Japaner versuchen diesmal den Amerikaner von der Insel zu scheuchen. Genau. Also, das ist schon mal das Umgekehrt. Und richtig. Wir versuchen es diesmal mit den richtigen Regeln zu spielen, dementsprechend auch richtig. Genau. Ja, dementsprechend würde ich gar nicht mehr ganz lange rumschnacken, sondern wir gehen in die Armeevorstellung, Genau, oder? wir stellen direkt vor und dann geht's los, denn wir spielen 9 Runden, Leute. 9 Runden. Plus einer optionalen Zehnten, das heißt, es dauert ganz schön. Dementsprechend, ja, halten wir uns mal ran. Genau. Alles klar, bis gleich. Okay, kommen wir zu den Japanern. Übrigens habe ich 2000 Punkte und Christian hat 1000 Punkte, also ich habe das Doppelte. Das war ja der große Fehler damals bei dem letzten Anlandungsspiel. Ich habe insgesamt 4 Landungsboote, 3 Mannschaftsboote mit jeweils 2 MMGs und eins für das Fahrzeug. Ich habe einen, jetzt muss ich gucken, ich weiß es nicht mehr, diesen kleinen Panzer. Ich gucke da aber gleich nochmal rein auf die Liste. Hat auch noch eine 7-Plus-Panzerung. Das ist auch der einzige, den ich nehmen konnte. Hago. Hago ist es, glaube ich, gewesen, ja. Das könnte sein. Ja, und dann konnte ich, glaube ich, noch ein Pionierfahrzeug nehmen, aber das hat Jürgen. Hago Light Tank Typ 95. Ja, richtig. Christian konnte da auf die Liste spicken. Perfekt. Genau, den nehme ich als Fahrzeug mit. Dann habe ich eine Menge Veteranen eingepackt. Und zwar sind das die Navaltruppen. Das heißt, das sind halt speziell die Veteranen für die Anlandungsmission. Das ist ja passend. Und dann habe ich halt jeweils 12 Mann. Da ist ein NCO dabei mit MP, ein Soldat mit MP dazu und ein LMG. Dann haben wir einmal einen Second Lieutenant mit 2 Assistenten, jeweils Gewehr. Und da habe ich einen First Lieutenant, auch mit Gewehr ausgerüstet, alles Veteran. Dann haben wir hier nochmal einen Veteranentrupp, Naval, also genauso wieder ausgerüstet. Ich habe im Prinzip 4 Truppen davon. Dann haben wir einige Suicide-Bomber und zwar 4 Stück. Die sind unerfahren. Dann konnten wir in der Liste eine Menge Sniper mitnehmen. Insgesamt habe ich hier 3 Sniper-Teams. Einen unerfahrenen Mörser, mittleren. 2 Anti-Tank-Teams durfte ich hier mitnehmen. Da hinten ist einer. Ich habe die jetzt alle mal ein bisschen schon hier verteilt. Und dann habe ich hier 2 besondere schwere Maschinengewehre. Da musste ich auch noch mal gucken, was das für ein Typ ist. Ich glaube, Typ 93 hießen die. Und zwar ist das die Dualversion. Das heißt, die können 6 Schuss. Autsch. Und es ist ein HMG. Ist eine coole Waffe. Habe ich jetzt auch erst in der Liste zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, das war es im Prinzip. Es sind 19 Order Dice, also 19 Befehlswürfel. Und ich hoffe, hier wird einiges am Strand ankommen. Wenn nicht, ist das hier der Schuldige. So, weiter geht's mit Christian, seiner Truppe. Ja, der Amerikaner ist relativ einfach. Bedeutet, ich habe hier einen 7-Mann-Trupp reguläre Infanterie. Ich musste ja leider mit 1000 Punkten auskommen. Dementsprechend muss ich mich da ein bisschen am Riemen reißen. Ja, goldene 7-Mann-Regel. 2 MPs, eine Bar, 4 Gewehre.
Im Bunker haben wir ein MMG. In der Stellung ist eine leichte Haubitze regulär. Das MMG war auch eher regulär. Ich habe alles regulär, außer einen Panzer, der ist Veteran und der Mörser ist unerfahren. Ansonsten erwähne ich jetzt gar nicht mehr, wer regulär und wer nicht ist. Dann hier wieder ein Standard-Sieben-Mann-Trupp, Bewaffnung wie gerade. Hier im Wald genauso wieder, Sieben-Mann-Trupp. Und Bewaffnung, zwei MPs, eine Bar, vier Gewehre. Meine zweite unerfahrene Einheit tatsächlich, der Offizier, der unerfahrene Offizier gibt den unerfahrenen Mörser natürlich die Unterstützung. Ist auch ein bisschen paradox, aber ist so. Ich habe hier in Reserve einen Fünf-Mann-Ingenieurstrupp mit einem Flamer. Kalack. Dann an erhöhter Position meinen Fliegerleitoffizier. Das heißt, die Amerikaner haben ja zum Glück die Regel, dass sie den Flieger zweimal kommen lassen dürfen. Dementsprechend konnte ich mir nicht verkneifen, den mitzunehmen. Nochmal eine Truppe mit sieben Mann, zwei MPs, eine Bar, vier Gewehre. Noch eine Truppe, zwei MPs, eine Bar, vier Gewehre. Und noch ein mittleres, reguläres Maschinengewehr. Das sind zusammen 1006 Punkte. Chris hat mir erlaubt, sechs mehr zu nehmen. Dementsprechend Alles. werde ich ihm jetzt gleich in den Popo treten. Und wenn wir jetzt gut aufgepasst haben, liebe Zuschauer, dann können das keine 1000 Punkte sein, weil ein Sherman. Schutz. Er hat zwar vorne das falsche Rohr dran, weil es ist der mit der 105 mm Haubitze. Ich hoffe schon, eine 3 Zoll Schablone tut weh. Dementsprechend zwei. Drei MMGs, eine dicke Haubitze. Wir gucken mal, ob wir damit viel pinnen können oder viel kaputt machen können. Ja, ich bin Dann würde ich bereit. sagen, würfel mal für das einleitende Bombardement. Bombardement. Das So, ich machen habe wir auch zwar gleich live. nämlich noch einen Japaner-Würfel. Ah, verdammt, keine 1. Das bedeutet, das einleitende Bombardement kommt. Wir führen es durch und dann sind wir gleich wieder für euch da. Das einleitende Bombardement ist durch. So, hier hinten der Trupp hat ein Pin bekommen, sprich, das einleitende Bombardement ist hier etwas schwächer ausgefallen, in den Regeln der Mission stehen, dass er einen zusätzlichen Minus 1 bekommt. Also nicht nur bei Bunkern, wie es üblich ist, sondern generell noch zusätzlich. Dementsprechend hat die Einheit hier zwei Pins. Das heißt, es kann gar keine Einheit zerstört werden. Mein Glück. Hier vorne hat der Trupp zwei Pins bekommen, die Haubitze ein Pin. Allerdings ist beim Beschuss das Obstacle kaputt gegangen. Sprich, der kleine Bunker ist gesprengt worden. Dementsprechend ist das Cover weg. Die im Wald haben nichts bekommen. Die Ingenieure im Haus haben auch nichts bekommen. Hier vorne liegt ein Pin beim Offizier. Der Mörser ist nicht getroffen worden. Hier ist nochmal eine Einheit, die hat auch zwei Pins. Dementsprechend auch nicht ganz so schlimm. Hier ist das MMG. Das hat ein Pin bekommen. Und im Wald nochmal eine zusätzliche Einheit, die zwei Pins bekommen hat. Hast du eine Masse Sechsen geworfen bei der ganzen Geschichte? Wenn das nicht so abgeschwächt gewesen wäre, hätte ich ganz schön schon was verloren. Genau. Ach ja, und der Forward Observer hier oben, beziehungsweise nicht Forward Observer, sondern der Luftwaffenoffizier. Flugleitoffizier, wollte ich sagen, Entschuldigung. Hat auch zwei Pins bekommen. Der hatte nämlich auch eine Sechs bekommen. So, der sehr aufmerksame Beobachter sieht dort hinten noch meine neue Reserve, die wir gerade noch eben zusammengerechnet haben. Da wir überlesen haben, dass du deine Landungsboote kaufen musst, Genau. haben wir das mal eben ausgeglichen, dass ich mir eine Reserve zusammengebastelt habe. Genau. Sonst ist das wieder ein Ungleichgewicht und das wollen wir nicht. Und bevor ich jetzt meine ganze Liste wieder umstellen müsste. Ging's schneller, mir ein paar Genau. Einheiten dazu zu kaufen. Richtig, Genau. genau. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen die erste Runde und fassen das gleich zusammen. Gerne.
Runde 1 ist beendet. Eine Masse meiner Figuren haben einen Rally gemacht, das heißt hier der Trupp. Das MG hat einen Feuerbefehl bekommen, beziehungsweise einen Ambush und dann ein Feuer ausgelöst. Hat das rechte Landungsboot beschossen. Die Truppe hier hat einen Rally bekommen. Der Fliegerleitoffizier hat einen Rally bekommen. Der Offizier hat einen Rally bekommen. Der Mörser hat einen Feuerbefehl nach dem Ambush bekommen. Auf das rechte Landungsboot mit einer 5. Leider um einen verfehlt, dementsprechend habe ich mich eingeschossen. Hier vorne liegt noch eine Truppe, die liegt auf Ambush. Die muss ich gleich noch aktiv lösen oder versuchen zu lösen. Die Ingenieure sind drin geblieben in ihrem Häuschen. Die Haubitze hat auch einen Feuerbefehl auf das linke Boot bekommen, hat aber nicht getroffen. Der Sherman ist vorgeprescht auf der Straße, dementsprechend konnte der sich auch in Schiffsposition bringen, hat aber nicht viel gebracht, dementsprechend auch dort keinen Schaden verursacht. Die Infanteristen hier hinterm Sherman und der rechten Haubitze haben auch ein Rally bekommen, genauso wie die Kollegen hier hinter dem Bunker. Und der Bunker steht noch auf Ambush, aber da kein Ziel da ist, sind leider keine 36 Zoll. Ja, genau. So sieht's aus. Das war's mit meinen und dann übergebe ich euch mal an den Chris. Ja. Dann kann der eine schnelle Zusammenfassung seiner Truppen machen. Dann sage ich euch mal, was hier passiert ist. Also ihr seht, zwei Landungsboote sind hier erfolgreich angelandet und haben die Truppen schon ausgeworfen. Christian hat es zwar geschafft, das erste Landungsboot zu beschießen, gab auch entsprechend Treffer und die Einheiten wurden ordentlich gepinnt. Aber durch meinen Offizier ist das gelungen, dass alle Einheiten soweit hier schon mal bis Uferrand aussteigen konnten. Die profitieren halt immer noch von der zusätzlichen Deckung durch das Wasser. Können aber halt nicht schneller vorankommen und können auch nicht schießen. Das gleiche ist halt auch auf diesem Landungsboot passiert, allerdings sind die Einheiten noch also nicht vorbelastet mit Pins und haben im Prinzip das gleiche Manöver gemacht mit dem Second Lieutenant. Und ja, das war's. Also die ersten Truppen sind erfolgreich rausgekommen und der Rest war ja wie gesagt zweite Welle. Die sind halt noch draußen. Ja, das war die erste Runde. Die haben wir jetzt eben nur für euch zusammengefasst, weil es halt relativ unspektakulär war. Und jetzt, relativ lang. Dadurch, ja, genau. Das wollten wir euch jetzt ersparen. Und jetzt geht's los mit Runde 2. Kurze Zusammenfassung der zweiten Runde. Hier hinten ist eine Einheit, die hatte einen Fuba, die ist entsprechend ein bisschen zurückgerannt, genau. Hier vorne hat sich alles ein bisschen bewegt, hier und da hat es einen Pin noch gegeben durch Wasserbewegungen. Hier vorne die Einheit ist ein bisschen dezimiert worden von meiner Haubitze, die hat einen 3 Zoll HE-Schablone abgekriegt, dementsprechend auch die Pins und noch ein paar andere Schüsse. Hier neben den Kisten hat vorhin noch ein doppelläufiges HMG gesessen. Das habe ich weggeschossen. Ganz schön gefährlich, die Dinger. Der Rest ist noch alles mehr oder weniger im Wasser. Dementsprechend habe ich noch einen Moment Ruhe, bevor das große Fratzengeballer losgeht. Ja, meine Amerikaner sind alle so ein bisschen nach vorne gegangen, haben alle versucht, halt entsprechend Pins zu verteilen. Die hier auf der linken Flanke, die habe ich alle ein wenig hier rüber ziehen lassen. Und meine Reserven sind glücklicherweise in der zweiten Runde alle hineingekommen. Sprich, die beiden Fünferteams, die ich noch hatte hier. Ein unerfahrener Leutnant und der kleine Blaue. Ja, mein MG auf der linken Flanke ist, glaube ich, das muss ich gleich mal ein bisschen redeployen. In der nächsten Runde. Ich hatte dummerweise einen Ambush liegen lassen. Aber ich glaube,
Die bewegen sich gleich ein bisschen. Ja. Genau, alles in allem nicht viel passiert. In der nächsten Runde wird mein Fliegerleitoffizier, der hat seinen Feuerbefehl abgegeben, da wird entsprechend was passieren. Jo. Und sobald das passiert, sind wir gleich wieder da. So, zu Beginn der dritten Runde hat der Fliegerleitoffizier der Amerikaner seinen Flieger losgeschickt. Es ist zwar nur ein kleines Jagdflugzeug gewesen, aber gut, es ist jetzt hier ein Japaner, der ist gekapert worden. aber er hat trotzdem erfolgreich sein Ziel ausgeschaltet. Das ist der Offizier gewesen. Drei Treffer DSK 2 und ja, hat es leider nicht überlebt. Jetzt werden wir noch ein paar Pins hier auswürfeln für die Kameraden, die hier in der Umgebung noch stehen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja. Jo, läuft. Klappt. War schon mehr. So, der Japaner hat hier gerade versucht, meine Jungs zu chargen. Das ist nicht wirklich, also er hat kein Banzai angesagt, aber er hat einen 6 Zoll Advanced gemacht über Rough Terrain und dementsprechend hat er geschossen auf Point Blank. Das gleiche tue ich ihm jetzt zurück, weil er hat nämlich nicht getroffen, weil er so viele Pins hat. Und auf die 2, 10 Schuss. Ah, und ich sehe 2-1, das gibt's doch nicht, ey. Ja. C-Fix. Das musst du trotzdem noch erledigen. So, und jetzt auf die 5er. Das. Oh. 3. Aber du darfst schon mal testen. Ich muss testen trotzdem, ja. Ja, ich guck mal, ob der NCO. Der NCO ist auch tot. Ja. Also noch minus 1 testen. Warte, auf die 4 erstmal hier setzen. Zack. Und minus 1 vom NCO. Ja. So sieht's nämlich aus. Alter Verwalter. Ja, musst du selber erklären. Ja, ich stelle mich hin. Der NCO bleibt natürlich stehen. Nee, der hast du mir ja weggekriegt. Nee, den habe ich dir ja gerade weggetroffen. Okay, dann bleibt der stehen. Unge. Ja, so leicht machen es dir die Japaner dann doch nicht. Ja, ist nicht so schlimm. Dann steht mir jetzt noch ein Kugelfang zwischen deinen Leuten und meinen. Eben. So, Christian bewegt den Alligator. 9 Zoll. Runter an den Strand. Passt das? Ja. Mhm. Jo, dann werde ich. Wick, 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 wick. Schön schießen mit der Pack. Ja. Auf das Boot. Mhm. Und mit den beiden MGs auf deinen Trupp hier vorne. Wie ist das mit den MGs? Sind das 360 Grad MGs? Jo, 360. Auf was schießen die? Auf die vorderste Truppe. Okay. Oder? Ah ne, jetzt hab ich's angesagt. Ja. Pech angesagt. So. Ja, lange Reichweite. Mhm. Und bewegt. Die 5. Und die sind ja noch im Wasser. Ach jo, stimmt. Ist die 7. 2 Sechsen. Schade. Und die Pack. 4. Die 4 bewegt. Ich weiß nicht, die Reichweite ist, glaube ich. Das ist eine lange Reichweite. Ich fürchte, das ist daneben. Ja, es ist ja auch hier eigentlich. Ist 30. Die noch davor sind. Ist 30. Ist eine leichte Pack. Dementsprechend nur 48. Ja. Und die lange. Die kurze Reichweite ist nur 24. Aber ich musste mich ja bewegen. So genau. Ist das Leben. Genau. Du darfst den nächsten Würfel ziehen. So, im Eifer des Gefechts haben wir gerade auch vergessen, ein paar Spielzüge aufzunehmen. Ich war jetzt eine ganze Weile wirklich hintereinander dran und konnte hier ein paar Einheiten vorbringen. Und habe auch hier und da geschossen. Der Panzer ist mit seinem Transporter rausgefahren. Der Transporter konnte ein paar Schüsse unterbringen, hatte glaube ich hier und da einen Pin verteilt. Und der Panzer hat diese Einheit hier vorne behakt, zwei Leute rausgeholt und auch erfolgreich das MG.
Und ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag weiter. Christian hat den nächsten Würfel. Und mal schauen, was hier passiert. Also Runde 3. Da passiert jetzt hier schon einiges. Christian versucht den Druck zu aktivieren. Zwei Pins. Nein, die gehen ab. Die haben den Kanal voll. Die haben genügend abgekriegt. Geht doch gar nicht. Die haben ja schon Feuerbefehl. Doof, Mann. Ja. Das, ah, ja, es ist jetzt ist das ganze Getrouble hier am ist Strand. Spät, ist spät. Ja. Jetzt sieht man schon den Wald vor lauter Würfel nicht mehr hier. Ja, Christian geht noch mal in sich. Ich werde hier erstmal das MMG-Team. Oh, die letzte Einheit, die noch versteckt ist. Ja. Oder die vorletzte, besser gesagt. Die wollen auch mal mitspielen. Ja. Habe ich dir nicht den Gefallen getan, hier noch ein Boot rüber geschickt? Da ungefähr. Jo. Dann müssen sie leider ihre schöne Unterkunft verlassen. So sieht's aus. Zack. Ja, nächster Würfel. Zack, Christian kann direkt weitermachen. Wollen wir auch mal hier ein bisschen was vom Spiel sehen. Oh, 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 oh. Da will schon wieder jemand schießen. Ich schieße mit der... Und mit dem Bug-MG auf den Suicide-Bomber. Ja, dann mach das. Schieße ich erstmal auf den Suicide-Bomber. Ich habe mich bewegt, das ist die 4. Messen, ich weiß es gerade nicht, weil... Das ist kurz. So was von kurz. Gut. Harte Deckung ist die 6, ne? Ein kleines Team. Oh, was ist die? Nein. Nein. Und das Boot. Das Boot mit Pack. Ah, nicht mit der Pack, mit... 2, oh. Das wird auch nichts. Nein, da muss die schon kurz weg sein. Jo. Dann schieße ich noch mit dem... Du musst oben die Klappe aufmachen. Genau, ich mache oben die Klappe auf. Mhm. Und werde auch mit dem MG noch schießen. Ja, auf. Auf den... Trupp hier? Trupp, genau. Mhm. Ist... in kurzer Reichweite. Gut, bewegen brauchst du ja auch nicht. Dann ist doch, das... Bewegung. Nee, du hast ja den Büro. Der Büro ist nur für die Kanone. Ah, okay, gut. Dann musst du es machen. Was sich bewegt, ist dann die 4. Das war's, ne? Ja. So, zwei Treffer. Zwei Treffer ist auf alle Fälle ein Pin. Genau, und da sind wir dran. Einer, kannst du picken. Neun. Gut. Dann haben wir die 2 und nehmen einen Kameraden raus. Und ihr könnt hier erkennen, hier liegen auch schon einige. Denn das hat hier einige Opfer gekostet. Wie heißt das Szenario gleich so treffend? Irgendwas mit Bloody, ne? Bloody, Bloody. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Also meine Japaner haben hier schon ordentlich ihren Blutzoll geleistet. Ja, kommen so ein paar Amerikaner haben hier auch schon verloren. Ja. 7. Aber es fehlen die Würfel noch. Aber es ist ja auch nicht ohne hier. So, Christian hat den nächsten Würfel. Ich hatte zwischendurch hier ein paar Japaner wieder an Land gebracht. Nicht der Rede wert. Haubitze schießt auf das Boot. Mhm, auf die Flank. Die 4. Ich hole mal die Würfel. Yep. Ja. Mhm. DSK plus 2. 6 ist die 8. Das ist auf alle Fälle voll auf die Tabelle. Boom. Okay. Das Boot explodiert, verabschiedet sich. Jetzt müssen wir mal eben gucken, genau, wie das mit den Leuten ist. Mit den Einheiten ist und dann kommt genau. Es wieder. Das Boot hier, ihr seht, es ist leer.
Der Mörser und die zwei Anti-Tank-Teams, die da drin waren, sind mit dem Boot in die Luft gegangen. Sprich, mal eben vier Order Dice. Vier Order Dice für mich. Genau. Ja. Aber ich hab immer noch keinen. Ja, du kommst, komm. Du stehst fast hier an der Kante. Ja, super. Ne? Also, das wird schon noch klappen. Ja, du kannst weitermachen, würde ich mal sagen. Sehr gut. Dann mache ich doch mal weiter. Ja, dann würde ich sagen, werde ich hier vorne mal die Jungs im Wald benutzen. So, dramatischer Start in Runde 4. Mein Ariman hat hier ordentlich einen Hit gelandet. Und ihr könnt sehen, wir haben einiges hier schon rausgeräumt. Es gab einige Volltreffer. Hier ist eine Marine-Einheit von Christian komplett raus. Gleiches Spiel hier drüben. Auch komplett raus, die Einheit. Hier steht nur noch ein Männchen. Der Fliegerleit hat auch was abbekommen, wurde aber nur gepinnt. Diese Einheit hat es noch knapp geschafft. Zwei Mann übrig geblieben, die hatte auch einen Volltreffer. Auf vier Pins, also in Summe ist hier viel gepinnt. Auch der Mörser hat noch was abbekommen. Fünf Pins, der Offizier und auch die Einheiten hier hinten. Also genau. Ihr seht, hier sind ordentlich Pins. Christian räumt jetzt erstmal ab, aber es gibt gleich eine Revanche, denn Christian hat ja hier seinen Flieger platziert. Den werden wir auch gleich noch auswürfeln, weil hier gibt es auch noch ordentlich Frischfleisch. Ich würde die Würfel einfach mal hier auf die andere Seite stellen, ne? Dann haben wir ja, mach das. Ein Brett. So, wir hatten mit unserem japanischen Flugzeugmodell gar nicht so unrecht, denn Christian hatte Pech gehabt und eine 1 gewürfelt und ich durfte das Flugzeug praktisch übernehmen. Ja, ich habe das hier auf dem Mörser, den ihr nicht mehr vorfindet, gelegt und konnte ihn wegsprengen und auch ein bisschen den unerfahrenen Offizier noch beeinträchtigt, aber er lebt immer noch, hat also praktisch auch da Christian jetzt nochmal einen Würfel gekostet, zwar jetzt Glück nochmal für mich, aber damit starten wir etwas aufgeräumter in die vierte Runde und ja, wir sind gespannt. 3-4. Ja, ein paar Würfel habe ich jetzt wieder aufgeholt. So, Runde 4 werden wir jetzt weiterspielen. Allerdings werdet ihr euch jetzt wundern, Chris hat andere Klamotten an. Das war beim letzten Mal eine Klaue. Genau, wir haben das letzte Mal nach sehr langer Zeit zu später Stunde, oder zu früher Stunde schon eher aufgehört, zu spielen. Haben noch das Bombardement und den Fliegerangriff abgewartet, damit wir in die Runde 4 sauber starten können. Genau. Werden das jetzt auch tun, werden noch einmal ganz kurz so ein bisschen über das Spielfeld rekapitulieren, dass hier hinten die Japaner doch feige Wichte sind und abhauen. Hier vorne sich ganz schön was getan hat mit vielen Pinmarkern. Der Panzer mittlerweile an Land gekommen ist. Hier das MG, das war glaube ich ein HMG, das mich ganz schön geärgert hat. Mhm. Ja, hier die ganzen Truppen auch sich ganz langsam vom Strand hinunter bewegen in meine Zone und das gefällt mir gar nicht. Da hinten meine beiden Panzer so ein bisschen quer auf dem Strand gewesen sind und meine Marines zum Teil schon sehr stark dezimiert, auch ganz schön mit Pinmarkern belegt sind. Dementsprechend glaube ich, wird das noch sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe im Moment noch gar keine Tendenz, wer hier gewinnen wird und wer verlieren wird. Dementsprechend würde ich einfach sagen, lasst die Spiele beginnen. Lasst die Spiele beginnen. Ich hole mal das Säckchen hier. Der alte Sack. So, der erste Würfel kommt aus dem Sack. Ja, das bist du. Alles klar. Dann übergebe ich dir mal den Pinneregio. Und sage direkt mit meiner Haubitze einen Schuss dort auf deine Jungs an. Mhm. Genau. Auf den großen Trupp hier. Ja, ja, genau. Auf die 3, weil. Ja. Also mit, achso, du meinst jetzt mit die der Haubitze. Ja, okay, ja, alles klar. Genau. Mhm. Auf die 3 ist kurze Reichweite. Ich messe es Sicherheitshalber nochmal nach. Mhm. Aber es müsste eigentlich die kurze Reichweite sein. Ja, das sind 16 Inches.
Also kurze Reichweite, deine Jungs haben dich nicht bewegt, ich habe mich nicht bewegt und die Sonne scheint. Ach, du hast dich ja eingeschossen gehabt, ne? Die schießt direkt. Ach so, ja, das ja, alles klar, ich wollte gerade sagen, ne? Drei, ja. Sieht zwar so aus, als ob sie gerade indirekt schießt, aber ja. Ne? Sie schießt gerade mal direkt und ich schmeiß den Würfel hier einfach mal ins Wasser. Ah! Treffer. Jo, was hat ich die? Ich suche mal, sie hat HE2, dementsprechend such du mal. Also wir müssen mal gucken, der gehört ja gar nicht dazu, das ist hier ein... Doch. Schon wieder ein Erdbeben gemacht, verdammt. Ja, da musst du aufpassen auf der Seite ein bisschen. Also vier Mann, ja, es wären nur vier. Sind hier, wenn ich die hier packe, hier klappt nicht. Der gehört ja nicht dazu. Ich weiß aber nicht, weil hier wären es nur drei. Drei, hier wären es vier halt. Ja, vier hört sich gut an. So, wie gesagt, vier Menschen sind runter. Was DSK war? Zwei. Zwei. Das sind alles Veteranen. Dann sind zwei tot. Zwei tot, eine sechs. Nein. Gut, das heißt, der Pin geht hoch. Ja, tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Ach so, ja, stimmt. W3. Drei Pins. Gut, dann brauchst du neun Würfel. Ja. Noch einen roten auf eins. Das ist nämlich das Gefährliche bei der leichten Witz. Ja, und ich nehme jetzt hier mal ein paar Kameraden weg. 1, 2. Und die waren dann hier auf dem auf das Tableau. So, Gerissen hat den nächsten Befehlswürfel. Ich habe dir den da hingelegt. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja, ich versuche mit meinem leichten MG einen Befehl zu machen und versuche tatsächlich auf, solange sie noch leben, auf das HMG zu schießen. Mal schauen, ob die Jungs möchten. Ja, mal testen. Ja, so. Die wollen auf alle Fälle. Dann kriegst du schon mal einen Pin. Dann kannst du ja mal die Distanz messen. Ich gehe nicht down. Super Short. Das heißt, es hebt schon mal den Pin wieder auf. Das heißt, ich treffe dich mit 5 Schuss auf die 3. Jo. Alle? Oh. Und es sind Veteranen. Kniffen wir? Schau mal, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nein, wir spielen keinen Kniffel. War ein Spaß. Ah, kein Pin geht hoch. Tatsächlich, okay. So, dann sind die Kameraden bei der 2. Ja, der nächste Sack, der nächste Würfel aus dem Sack, besser gesagt, grau. Ich überlege mal kurz, dann geht's weiter. So, der Chris hat das nächste bewegt, hat den Würfel gehabt und dementsprechend hier vorne seine Jungs hingezogen und möchte genau auf meine Marines hier im Garten schießen. Und ja, das ist, glaube ich, gar nicht so viel, was sie dafür machen muss. Nee, ich muss auf jeden Fall eine ganze Palette erstmal an Würfeln einsammeln, denn wir haben einiges an Waffen da drin. Wir haben eine MP, wir haben viele Gewehre und wir haben sogar ein MG. Eieiei. Müssen wir das jetzt mal ein bisschen auseinanderklabüseln. Wir fangen erstmal mit den kurzen Geschichten an. Wir haben jetzt hier die MP zweimal. Der war in Short. Das heißt, bewegt fällt weg, kurz fällt weg. Es ist Point Blank. Es ist Point Blank gewesen, was meine ich? Ich meine nicht Short, ich meine Point Blank. Genau. Ja, super Short schimpft sich das ja. Ja, auf die 2. Weil du hast auch keine Deckung. Ja, die 2. Mach ich erstmal den nehmen. Beide. Und du bist ein regulärer Trupp. Ein kann picken. Gut, einer ist schon mal tot. Den lege ich schon mal hier hin.
So, dann war der noch in Short. Das ist ein Gewehrschütze, der ist aber nicht mehr. Ein Gewehrschütze in Short, das heißt der auf die 3. Jo. Jo. Noch einer tot. So, und dann haben wir noch die MP, die war auch kurz. Die ist ja dann auch auf die 3, ne? Weil die Gewehre, die kommen dann wieder die Dings dazu, Bewegung. Ja. Ein Treffer. Ah, ne, beide Und Treffer, genau. beide, ja. Und ein Toter. Tode, dann hast du ja nur noch einen da, Drei. ne? Also 3 sind ja schon tot. Zwei, Ah, genau nee, haben wir 2 noch. hast du noch, Zwei ja. noch. Jo, dann wäre das eine Gewehr in Short, das heißt, Quatsch, mit Bewegung, dann auf die 4. Jo. Du hast aber heute auch ein Würfelglück. Das war eine Vier. Nix. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, aber die sind auch alle kurz, das habe ich Quatsch gemacht. 1, 2, 3, einer ist Loader, 4, 5, 6. 6 Gewehre auf die 4 noch. 3, 4, 5, 6 auf die 4. 2 nur. Und dann bitte nochmal. Ja, einer ist noch tot. Da sind sie alle weg, ne? Nee, es sind fünf Ah, insgesamt. 5, okay. Gut, dann ist der letzte der MG-Schütze? MG-Schütze. Das ist ein LMG bei den Japanern, dann 4 Schuss, richtig? Yep. Das ist dann auch die 4. Ja, ist ja genauso. Ja, hat aber Nö. überhaupt gar keinen Bock. Ja, dann geht der Pin hoch bei dir auf die 3. Du Und dann hast jetzt muss ich noch einen leider testen. Überlebenden. Genau, du müsstest testen. Genau, das heißt, wir haben einen regulären, wir haben drei Pins, das heißt auf die 6. Nein, damit ist die Einheit Tschaikowski. Schaut sie euch nochmal an, die Armen. Jo, nächster Würfel und wir haben nochmal einen grauen. Ja, den haben wir jetzt weggeputzt, den Drop. Und jetzt werden wir versuchen mit dem Scharfschützen Christian sein. Was war das nochmal? Fliegerleit oder war das Ja, Fliegerleit? War das da Fliegerleit. oben drin, ne? Den Fliegerleit auszuknipsen. Gib den Feuerbefehl. Distanz müsste ja eigentlich passen. 16. Der goldene Schuss. Und die 3, ne? Ja. Ja, da ist die und auch noch eine Sonne. Sonne. Und jetzt kommt die Antisonne. Nee, bitte nicht. Ah, Weg ist okay. er. Sayonara, sagt der Japaner. Zack. Der nächste Würfel geht auf mein Konto. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag. Alto Fabelli. Runde 4 wird die Runde der Japaner Schaut euch die hoffentlich. Menge Amerikaner an, die schon in der Schlacht gestorben sind. Läuft für dich, ja? Ich gönn's dir. Ungefähr gleich aktuell noch. Na, so langsam schwenkt es schon in deine Richtung. Alles klar, ich überlege. Ja, mit den Jungs ein Advance machen. An das Gestrüpp. Genau. Okay. Lass mich raten, was jetzt folgt. Ist so ganz einfach, ne? Die Jungs bleiben hier schön in Deckung und schießen auf deinen einzelnen Eugen. Gut, den möchte ich trotz meiner Einstellung der Japaner nicht verheizen, weil Und ich. immer, immer schön daran denken. Ja, der kriegt er auch gleich richtig auf den Sack, ne? Also eine Gewehrgranate Ja, hier. ja. Aber So. leider habe ich sie nicht ausgerüstet, tatsächlich. So. Seid uns nicht böse, es sind mehr als entsprechend ein Zoll zur Kante, aber wir sagen jetzt mal, das Ja, ist entsprechend klasse, weil das ich kann sie passt. leider nicht da reindrücken. Nein. Das passiert dann. Ja, die Jungs haben im Grunde genommen alle Point Blank. Eine MP, zwei MPs.
2 MPs, 3 Gewehre und eine Bar. Okay, auf die 5. MPs. Auf die 5, weil Down und kleines Team. Genau, die Gewehre und das andere Ort nicht, genau. Ja, ich glaube, das sind diverse Treffer. Muss alles 6 und 5 treffen und genau. Auf die 5 verwunden. Dann ist er weg. Hat ihm das Down auch nicht geholfen. Das ist eine leichte Übertötung diesmal. Ja, gut. Ich gönn's dir. Den hätte ich jetzt auch nicht mehr wirklich safen können in der Situation. Ja, aber ich muss noch alle Punkte mitnehmen, die ich kriegen kann. Klar. Okay, es geht weiter. Runde 4, Schlag auf Schlag. Nächste Würfel, grau. Chris hat den nächsten Würfel gezogen. Habt ihr gerade noch gesehen. Und er sagt einen Banzai. Ja, Banzai. Und zwar dieser Trupp, der hier unten schon gepinnt ist, sagt scheißegal, wir gehen jetzt in den Nahkampf mit denen. Und ich hoffe, das klappt. Ja, es klappt. Das freut mich. Und aufgrund meiner Fraktionsregel, also diesen Banzai, kann ich hier unbekümmert in den Nahkampf gehen. Den Flieger können wir eigentlich jetzt hier abbauen. Ja, ja, das war ja nur noch ein Marker vom Gap von letzter Woche. Und ich glaube, bei einem erfolgreichen Banzai auch ein Pin weg, ne? Richtig. Das stimmt sogar. Oh, der Weil du den Test sein. Ja automatisch bestehst. Ja. Gut, dann jetzt müssen wir noch mal gucken, du hast der Abwehrfeuer noch. Oh ja. Weil es ja, das werde ich auch mal eben ausrechnen. 6 Zoll. Genau, ich würde jetzt mal kurz die Kamera ausmachen. Ich rechne mal aus, was ich da schießen kann. So, das ist jetzt hier das Würfelsammelsurium für das Abwehrfeuer. Genau, das Ganze auf Point Blank. Ja. Na, und wieder ein super. 2 Einsen raus. So, das sind alles Veteranen natürlich. Dann auf die 5. 1, 2. Du kannst nur noch 2 picken. Da hätte man ruhig mal mehr haben können. Ne? Also 2 haben es nicht bis in den Nahkampf geschafft. Dann nehme ich jetzt 2 Gewehrschützen raus. So, und jetzt fange ich an, den Nahkampf auszulösen. 6 Leute. Kannst du mir noch einen Panerwürfel geben, falls da noch einer liegt? Ja, nein, liegt aber keiner. Okay, dann nehme ich hier einen. So, du bist ein regulärer. Also auf die 4 bist du weg. Das sind immerhin 3. Dann darfst du. 2. Ich nehme natürlich. Hast du weggemacht? 3. Ich habe 3 weggemacht, du musst noch 4 haben. Gewehrschütze weg. Dann habe ich noch 4. Das bedeutet aber, dass ich 2 andersfarbige benötige. Ach komm, ich leih mir einfach mal von den Briten. Okay. Die britischen sind die MPs. Okay. Die muss ich ja wiederholen, falls sie treffen. Sieht schlecht aus. Einer. Oh, einer, und das ist einer, den ich wiederholen kann. Auch nicht, aber einer. Das heißt, du hast den Nahkampf verloren. Und meine Truppen, da sie nicht fanatisch sind, sind dann weg. Und du darfst dich 6 Zoll neu formieren. Genau. Und einen. 6 Zoll sind das auch. Und einen Würfel aus dem. Richtig, die sind ja noch nicht aktiviert worden, die Kollegen. Den nächsten amerikanischen Würfel jetzt in Runde 4 geholt. Das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, aber das war ja zu erwarten in der Runde, weil wir uns ja hier auch schon angenähert haben. So, wir räumen ja eben das Spielfeld auf, beziehungsweise ich formiere mich neu und dann sind wir wieder da.
So, nach meiner Runde, beziehungsweise nach meinem Würfel, ist Christian wieder dran mit einem neuen Befehlswürfel. Und ja, er muss jetzt erstmal eben gucken. Ich werde jetzt mal Risiko spielen. Risiko klingt gut. Ich werde mit dem Sherman advancen. Werde mit dem MG auf den Django hier vorne schießen. Ja. Mit der Kanone versuche ich dann auf deinen Panzer zu schießen. Und mit dem HMG versuche ich dann auf deinen Sniper zu schießen. Wobei, ich mache erstmal die Bewegung. Jo, schwieriges Gelände. Das ist gut so. So, 5 Schuss auf den Yogi in Point Blank. Der stand vorhin, glaube ich, schon außerhalb vom Wasser, ne? Ne, nicht. Der stand genau auf der gelben Kante. Okay, ja gut, dann hat er ja noch seinen Bonus für die Wassergeschichte. Genau. Also harte Deckung Bonus. Das heißt auf die 4. 2. Und auf die 5? Nee, auf die 3. Ah ja, stimmt, das war ja ein Unerfahrener. Also wir sind nicht alle andere Veteranen bei dir. Das stimmt, das war ja nur ein Selbstmordantäter da. Genau. Ja, dann nehmen wir erstmal kurz eben Würfel raus. Dass das jetzt hier alles richtig läuft. Dann das HMG auf den Schneiber. Also HMG ist ja das, wo jetzt oben die Luke öffnet, ne? Ja, genau. Richtig. Okay, also ist der offen. Also auf den Schneiber. Hast du. Ach so, jetzt hatten wir, glaube ich, beim... aber du hast 2 Sechsen, glaube ich, gewürfelt. Ne? Wir hatten jetzt, glaube ich, beim unerfahrenen Typi kleines Team vergessen. Aber das war... ja, das waren 2 Sechsen. Ja, stimmt, hast recht. Ich nehme jetzt erstmal... Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe oder wir es schon erwähnt haben. Wir haben uns übrigens einen neuen Laser gönnen müssen. Genau. Nach guten 10 Jahren ist unser Warlord Laser kaputt gegangen. Und den können wir echt nur empfehlen. Er ist etwas teurer als ein Warlord Laser. Aber fühlt sich viel, viel, viel wertiger an und ist echt klasse. Ja. Die sind nicht mehr im Wasser, aber ich würde sagen... Und auch keine Deckung. Kleines Team. Kleines Team, Chris. Ist noch. Das heißt, kurz wahrscheinlich, ne? Also ja, das ist scharf, aber nicht super scharf, genau. Ja. Das heißt, on die 4. Ja. Dann mach mal. Ein Treffer. Ja. Snap. Dann ist der Dings weg, ne? Der da. Der. Ja. Spotter. Sonst hätte ich Accept schon müssen, dann wäre der. Ich war jetzt gerade auch beim Sniper, gegen Sniper. Aber jetzt schaffst du schon mal minus 1. Ja. Das ist so schon mal was. Ja, und dann kommt noch die Kanone, ne? Jetzt muss ich ausmessen. Genau, Kanone auf Hago. From the side. Und wir rekapitulieren, das ist ein 105 mm Sherman, das sind 23. Jetzt muss ich gucken, was die Haubitze denn für ein DSK macht. Der hat da jetzt auch den Gyro-Stabilisator, ne? Ja. Okay. Genau, wir gucken eben. Wir sind gleich wieder da. So, Christian muss jetzt auf die 3 den Panzer, den japanischen Panzer treffen. Und es ist die 2. Ja! Oder. Nein! Oder. Egal. Er was aus. Er hat einen rausgenommen, den Sniper angekratzt und der Hago hat noch Glück. Ich wollte eigentlich 3 Würfel erwirtschaften. Ja, gut. Das ist halt, ne, kann nicht alles klappen. Man kann nicht alles haben, ja, so sieht das leider aus. Okay, der Sherman ist durch, es kommt der nächste und du kannst direkt weitermachen.
Gut. Ja, dann werde ich mal diesen unwahrscheinlichen Alligator da hinten ein bisschen bewegen. Mhm. Ich mache dir Platz. Ja, du kannst mir viel Platz machen. Ich habe nur wieder das Maßband verlegt. Ich habe eins. Eins von der Firma, Leistung, die nicht gewand, Leistung, genannt werden darf. Das ist sehr nett von dir. Der alte Mann und das Pferd. So, dann fahre ich mal. Das ist auch irgendwie so eine Hasseinheit als Gegner. Was, der hier? Ja, weil ich den irgendwie nie ausschalte im Spiel. So, dann machen wir mal einen Winkel und machen 90 Grad. Turn. Zwei habe ich gesagt, dann darf ich noch 7 fahren. Und dann werde ich die Pack schießen auf den Hago. Ich weiß zwar nicht, ob die Reichweite passt, aber wir probieren es. Mhm. Ah, 37 Zoll passt. Vielleicht 38 Zoll. Ist ja eine leichte Pack, dementsprechend passt das. Ich habe mich bewegt, ist die 4, ist lange Reichweite, ist die 5. Einwände? Verbesserungen? Du musst eben erst noch mal gucken, du musst ja alle Waffen ansagen, bevor Ach so, Entschuldigung. Ja, die, falls du die anderen schießen wirst. Die MGs natürlich, die MGs würde ich schießen hier auf den Trupp. Okay, alle? Alle. Die schießen können, okay. Hm? Die 5 trifft? Tatsächlich? Jo. So. Wir Was haben hat die für eine DSK? 4 plus DSK. 5, 6, 7. Was hat der? Könnte vielleicht reichen. Wir haben einen 7 plus. Ist ja ein leichter. Das ist es ja schon so. Schon genau. 6 plus. Ja. Genau. Dann würfel ich mal auf die Tabelle. Mhm. 5. Dann bumm. Ist er bumm. Ja. Das war's. Mit dem Hagu. Gut, es ist ja ein leichter Panzer. Anderen hätte ich gar nicht mitnehmen dürfen. Entschuldigung. Rein, ich war schon so im Ziel von Olivenwirbeln. Nein, natürlich ein grauer. Danke. Ja, der kriegt gleich noch eine Rauchfahne. Und jetzt wolltest du erstmal alle MGs 10, noch. 10 Schuss, genau. Ja. Da ich, wir haben festgestellt haben, dass dieser Alligator vom Bausatz her ein MG zu viel hat. Allerdings, er von den Regeln her nur ein koaxiales und zwei 360 Grad MGs hat. Mhm. Dementsprechend schieße ich nur noch 10 Schuss und nicht wie ich das letzte Mal 15 Schuss. Mhm. Auf was schießt du denn und wie ist die Distanz? Ich würfel erstmal. Zack. Oh, eine 6 ist auf alle Fälle dabei. Es ist mindestens ein Pin. Und dann hatten wir vorhin ein schönes rotes Maßband, was ich schon wieder verzammelt habe. Du kannst aber hinten das Schwarze nehmen, das sehe ja, ich gerade. Ach, das haben wir wieder dahin gelegt. Ja. Eigentlich hast du ja nur eine Einheit in Sicht, wollte gerade sagen, ne? Kann ja nur die sein. Genau, sind 26 Zoll. Ja, wäre lang. Wäre lang, ist die 4, bewegt ist die 5. Jo. Ja, dann sind es 2. Zwei ganze Schuss. Aber und Lux. Okay. Die kriegen Pin. Das kann ich verschmerzen. Ja, okay, dann ist er durch, ne? Der ist durch. So, ich habe mich entschieden, mit dem nächsten Befehlswürfel das schwere Maschinengewehr, das Doppelte, oder Automatik-Cannon ist es, glaube ich, ist ja eine ganz komische Bezeichnung, ist egal, die schießen in den Trupp, der sich hier in das Dickicht gewagt hat. Wenn sie ihren Befehlstest. Wenn sie den Befehlstest packen, das sind Veteranen. Ja, die packen es aber gerade so. Ja, aber so gerade, ne? Genau. Und wie gesagt, das sind 6 Schuss
die die Herrschaften zur Verfügung haben. Den müssen wir messen. Das ist super short. Nee. Das ist 8,5. Ah, okay. Da habe ich mir auch vertan hier. Das heißt, die 3. Nee. 4 wegen Waldhand. Und wegen einem Pin die 5. Und 5 wegen Entdecker. Das wäre mir recht. Da ist schon mal ein Treffer. Und das sind reguläre. Nö. Ein Pin, ich lege den hier hin. Vor allem wären das ja DSK minus 1 gewesen. Das stimmt. Ja. Ist ja eine Heavy Machine da. Richtig, genau. Aber war von den Würfel sowieso nicht gegeben. So, nächster. Nochmal grau. Ich überlege gerade mal. Ich habe hier den Offizier, den großen. Ich mache hier mal einen Snap to Action. Die müssen wir hier jetzt mal hier vom Strand runter, die Leute. So, dann teilen wir aus. Naja, jetzt habe ich hier auch sowieso keinen Platz mehr, aber die müssen erstmal alle vor. Ich werde zuerst den Trupp aktivieren für eine Bewegung. Muss checken. 7 sind im E-Veteran und er wäre hier. Dann ist der schon mal weg. Auf 1. Und die klettern über die Kisten, sind dann praktisch hier. Zack. Zack. So, das war der erste. Strike. Genau. Der nächste ist der Sniper hier. Der muss sich auch bewegen. Sind Veteran. Locker. Auf die 2. Und die krebseln auch hier hinten rum. Dass die hier ein bisschen im Feuer sind. Wir müssen ein bisschen von dem Dings weg. Du darfst gerne auch auf die Minenfelder treten, ne? Nee, das ist. Auch wenn du sie aufgedeckt gestellt hast, ich muss das nicht provozieren. So. Das nächste Mal stelle ich nur die Hälfte auf und das ist glaube ich, viel lustiger. Ja, weil sonst gehst du die einfach. Ne? Außer die ganze Linie wäre jetzt Minen. Ne? So, und jetzt der Offizier natürlich. Der läuft auch einfach, der muss hier auch erstmal hochlaufen. Ich brauche keine Ordnung, 6 Zoll laufen wieder. Na gut, dafür hast du jetzt auch eine schöne Deckung noch. Zack. Zack. So, warten, bis da vorne die Leute weg sind. Okay, deshalb erstmal die 3 weg. Und nochmal ich. Sind überhaupt noch Grüne drin? Na gut, ich habe dir viele ausgeschossen jetzt, ne? Aber doch, da sind noch etliche drin. Okay. Komisch aus, ne? Ja, eins, zwei, ja, mach du mal. Ja. 3, 4. Ja, ich mach mal. Ja, hier, die Leute, die immer noch im Tümpel sind. So, jetzt haben die nur einen Pin, pass auf. Die da. Mhm. Oh, ich hab schon gedacht wieder, ne? Es gibt ja immer die besagte Einheit, ne? Ja, ja, gut, aber die dürfen sich ja sonst auch nur 6 Zoll bewegen. Das heißt, die haben noch eine Runde danach. Dann kriegen sie auch wieder einen Pin, wenn sie aus dem Wasser kommen. Passt schon. Und flüchten wieder ins Wasser. Stimmt, das war ja ein Fubak. Genau, richtig. Die sind ja ins Wasser geflogen. Wenn mich noch daran erinnern. Okay, gut, jetzt sind sie aber wieder ein bisschen besser gestellt. Die Einheit brauche ich noch, die ist groß. Mhm. So, dann kannst du weitermachen. So, Christian möchte mit dieser Einheit einen Rallye-Befehl machen. Hat er geschafft mit 5. Achso, ich muss mal noch. Du musst sehen. Noch, genau, das war offen. Ja. Ja. Die ist wieder im Saft. Saft. Das ist die einzige Einheit, die ich noch komplett habe. Hier ist der Würfel, glaube ich, der war das. So, und dann ziehen wir jetzt direkt den nächsten. Und dann geht es für dich weiter. Tja. Ich versuche einfach mal hier den alleine stehenden Jago zu aktivieren. Mhm. Der früher vielleicht wenigstens da einen Pin zu verteilen. 7, 8, 9, 10. Ne, der will nicht. Nee, der ist ja auch nur regulär. Der geht down und ziehe schon mal den nächsten.
Ich gebe den Jungs auch ein Rallye. Was war das denn nochmal für ein Trupp? Der das war mal so ein großer da, ne? Der, ach ja, der vom 4. 18, nein, genau. Den Rallye machst du auch auf dem Unmodifizieren. Ach ja, Entschuldigung. Ah, jetzt war ich so ungewusst. Ja, das war Rallye. Jetzt musst du noch... Ja. 5, ja, passt. Auch noch ein kleines Team. Stimmt, der Trupp hat ja ordentlich vom Bomber, glaube ich, kassiert gehabt. Mit, ja, ja, das war einer von denen, die verloren haben. Ich mach den Beaker. So war im Zentrum ja von dir viel los gewesen, ne? Ich mach den Beaker. So, es geht weiter mit Grau. Dann gucke ich mal eben, was ich hier tue. So, wir sind am Ende der Runde 4. Wir fassen hier nochmal eben zusammen. Was jetzt hier passiert ist, sind jetzt so ein paar unspektakuläre Sachen passiert. Hier hinten hat sich im Prinzip alles von mir nochmal gesammelt. Rallye-Befehl, um halt die Pins zu reduzieren. Alles bis in den Strand hochgeschoben. Den Ausfall des Panzers habt ihr gesehen, der hat es leider nicht geschafft. Der große Infanterieblock geht auch endlich mal raus aus dem Wasser oder versucht es zumindest. Die Panzer habt ihr im Einsatz gesehen. Die haben ordentlich ausgeteilt. Christian hat hier am Rand des Dschungels einige Einheiten verloren. Hier haben sich die ersten Einheiten von mir positioniert. Das MG von Christian versucht hier ins Zentrum einzurücken. Ich weiß gerade gar nicht, wo es ist. Ach, hier unten, da. Der Trupp hier hinten hat sich gesammelt, also er hat alles im Prinzip hier im Zentrum nochmal gesammelt, dass die Einheiten keine Pins mehr haben. Ja, und jetzt wird sich zeigen, was jetzt hier in der nächsten Runde passiert. Es wird wahrscheinlich viel auf Nahkampf hinauslaufen, zumindest von Japaner Seite. Aber die Japaner haben immer noch die dicken Panzer im Rücken und müssen vor allen Dingen auch ihre Boote retten, weil das sind leichte Punkte für Christian. Und da muss ich gucken, wie ich das geregelt bekomme. Wir sehen uns in Runde 5. So, Runde 5. Nehmen wir mal den ersten. Wir haben zum Glück keine Bombardements oder ähnliches mehr. Wir haben einen grauen japanischen. Okay. Fast deutschen sagen. Ja, das stimmt. Mir fehlen noch ein paar schwarze, dann hätte ich die alle nehmen können. Okay, ich überlege mal kurz, was ich hier zuerst mache. Chris hat einen Nahkampf angesagt, also schon wieder so einen alten Banzai. Das heißt, du kannst schon wieder einen Pin runterdrehen. Genau, auf die 5. Und ja. Genau. Du kannst kein Abwehrfeuer geben, weil ich zu nah war. So sieht's aus. Und hab da noch 3, 4, 5, 6 Leute. Einer davon ist ein Empfehlmann. 6, ja, tatsächlich. Genau, einer hat ein Schwert, aber das gilt nur bei den Offizieren mit dem Pathfinder. Ja, genau. Und du bist ein Unerfahrener in der Tat, ne? In der Tat, indeed. Das heißt, auf die 3 sogar. Ja, ist tot. Oh, hat er zerschnitzelt, ja? War ein schlechter Wurf, aber es hat gereicht. Ja. Und okay. Dann werde ich mich neu formieren. Genau, dann tu das. Und zwar schon wieder 6 Zoll. Ja, cool. So, Christian war jetzt hier mit seinem Schirm mit dran. Hier war gerade eben noch ein Sniper, der wurde von dem MG erschossen. Und jetzt hat Christian noch mit der Hauptkanone hier in den Trupp gefeuert, mit einer 3 Zoll Schablone. Das sind 6 Schuss, Schuss. Habe ich getroffen. Das heißt, hier im vorderen Bereich stehen die so elegant, dass ich 6 von den Bases schön ankratze. Mhm. Dementsprechend 6 Mal DSK plus 3. Und es sind natürlich 2 Einsen dabei, natürlich, natürlich. So, 4 tot. Mhm. Und dann sag mir, was da schon drin ist. MP und MG. Dann ist das MG tot. Mhm. Wie viel waren es insgesamt? 2? 4 insgesamt. 4. Zack. Ich muss sowieso auch nicht testen. Ich bin ja verdächtig. Und nochmal zusätzlich W3 Pins. Das heißt, wir haben 5 Pins.
So, als letztes das HMG. Und ja. Deine Jungens bewegt, ich würde mal sagen, kurze Reichweite. Ja. Die 4. Sind 2 Treffer und 2 Tote. Ein Toter. 2 Tote. Ach, ist ein schweres. Okay. Schweres HMG. Mhm. HMG. Ja, dann müssen wir uns hier mal irgendwie so einen Würfel platzieren. Erstmal der zweite Pin. Und warte, ich gebe dir einen schönen Würfel. Zack. Und hier ist noch einmal. Okay. So, 5. Runde ist rum. Wir haben hier den Trupp nicht mehr stehen, der Japaner, sondern der steht mittlerweile hier, weil er durch einen Banzai Angriff meinen MG getötet hat und hat sich neu formiert und steht jetzt im Rücken meines Trupps. Der ist down gegangen, weil er entsprechend beschossen worden ist. Das war auch gut so. Dementsprechend habe ich nämlich auch keine Toten zu verzeichnen in diesem Trupp. Der Sniper vom Japaner, der dritte, ist hier vorne hin advanced. Hat nochmal einen Schuss abgegeben, beziehungsweise 2 Gewehrschüsse, nicht die Sniper-Regel. Auf meinen Mann hier. Der hat das HMG, was hier vorhin noch gestanden hat, gepinnt. Und dann haben die 2 hier aus dem Trupp auch nochmal auf das HMG geschossen und haben es endlich weggemacht. Das musste nämlich da weg. Der Trupp hier hinten hat sich nochmal voradvanced. Der Observer hatte sich in der letzten Runde entpinnt und hat auch einen kleinen Advance gemacht. Der Offizier hat sich hier hinter die grüne Hecke verzummelt. Mit dem Anti-Tank-Team? Mit dem Anti-Tank-Team, genau, das habe ich leicht unterschlagen. Dann stand hier noch eine japanische Truppe von, lass mich lügen, 6 Mann. Ja, 6 Mann. Genau, hier das HMG im Dickicht hat drauf geschossen, 3 getötet und die restlichen 3 hat hier der Trupp auf dem Gewissen. Genau. So, das ist das, was hier so abgerockt ist. Dann fliege ich noch mal ganz kurz über die ganze Szenerie. Ach ja, und hier hinten ist noch eins der Landungsboote weggefahren, weil den Würfel hat der Chris mir nicht gegönnt. 2 Punkte weniger, die ich erreichen kann. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir uns fertig für die 6. Runde 6. Erster Zug. Du fängst an. Und dann übergebe ich dir mal den Pinyurek. Und dann werden sich meine Jungs hier mal nicht großartig umdrehen. Ich werde direkt hier auf die Japaner schießen. Mit allem, was ich habe. Was habe ich denn überhaupt noch? Es sind noch 5 Jungs. Eine okay. MP, 2 MPs, eine Bar sollte ja eigentlich noch drin sein und 2 Gewehre. Ich habe aus Versehen die Bar weggestellt. Ich werde es gleich richten. Mhm. Okay, dann gehe ich down. Alles klar. Die 2 MPs und die 2 Gewehre sind 8 Schuss. Ich tausche noch eben das Männchen aus. So, du bist Point Blank, ist die 2. Dann ja. Hast du aber 2 Pins, ist 3, 4. Ja. Dann bin ich down, ist 5, 6. Ja. Achso, du musst, bevor du schießt, eigentlich selbst nochmal checken. Entschuldigung, dann sind das auch nur noch 2. Sollte ich es schaffen, vielleicht, ja, schaffe ich. Dann ist es auch nur noch die 5. Dann ist es die 5, genau. Danke, dass du mich daran erinnert hast. So. Ja, so! Der Pin ist da. Jo. Kannst du picken? Nein. So, 6 und dann nehmen wir hier ein Gewehrschützen raus. Jo, dann geht's weiter. Grau. Wir werden natürlich hier ein Snap to Action machen. Ja, klar. Und ich gebe dir mal hier eben den Staffelstab. Dann würde ich zuerst mit dem Anti-Tank-Team hier in den Nahkampf gehen. Mhm.
Abwehrfeuer kannst du nicht geben. Nö. Oh, ich kletter einfach mal hier rein in das ganze Gestrüpp. So, und hack zweimal zu. Alles klar. Ach, zwei Stiebe will nehmen. Das macht wenig Sinn. Nein. Nö, dann kannst du zuhacken. Und zwar... Die MP hast du gesagt? Genau, ich nehme mal die deutschen Würfel mit dabei für die MPs. Mhm. Auf darf die ich dir das mal geben? 5. Ja, das 3. Sind 3. Damit bin ich weg. Damit bin Warte. Ich weg. Ach, wären keine 4. Dann gebe ich dir schon mal ein. Dankeschön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, dann das Sniper-Team geht ja auch in den Nahkampf. Ich mach's jetzt halt. Das ist aber ein Buster-Move. Ich mach das jetzt hier ganz radikal. Die schießen, fangen jetzt nicht an, hier nochmal zu schießen. Das sind Japaner. Ganz einfach. Davon könnt ihr halten, was ihr wollt. Einen. Das heißt, ich darf nur noch einen Gewehrmann. Das ist einer von. Achso, das sind die. Das ist klar, der ist schon mal tot. Dann kann 4 zurückschlagen. Einer. Einer hat getroffen, das ist eine MP. Der hat einmal getroffen, ist einer. Das 1:1 geht weiter, ne? Genau. So, jetzt dürfen wir gleichzeitig zuschlagen. Ich nix. Jo. Dann hast du den zweiten Trupp ausgeschaltet. Ne, das war der. Das war der von der Truppe. Ah ja, stimmt, die waren down. Dann genau. Ist es der. So, ja, zu guter Letzt der Offizier und der macht das Gleiche. Zack. Zack, der darf natürlich seinen Leuten im Nichts nachstehen. Also auch nochmal 3. Wieder nur ein. Einer. Super, lass liegen. 2. Gut, dann kann ich auch nochmal, ne? Mhm. Nö. Dann lebt ja noch einer von mir. Von mir leben dann noch 2. Ich muss ein. Entschuldigung, es sind noch 3 tatsächlich. Ich habe mich vertan die ganze Zeit. Da stehen 3. Ach, hier, der hier. Ja, den habe ich vergessen. Super. Okay. Ja, gut, die anderen 2 hast du eh ausgeschaltet. Das kommt eigentlich nicht ins Gewicht. 2 Normalos. Du. Brauche ich die MPs gar nicht mehr würfeln. Ja, genau. Gut, das war's. Dann hätte ich gerne noch einen Würfel. Dritter. Ups, Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Ja, Leute, so läuft das. Hätte was werden können. Das sind alles Veteranen gewesen. Ja, klar. Ne? Also das kann natürlich auch ohne weiteres funktionieren. Ne? Wenn ich nichts würfel und du einen würfelst, dann ist ja schon... Richtig. Ne? Das ist jetzt halt... Dann ist das eine Seifenblaseneinheit. Ich stelle die mal ein bisschen zusammen, weil ich da die falschen Männchen zu Seife kann. Also diese Einheit hat jetzt wirklich richtig gerockt von Christian. Und ja, wenn wir irgendwann mal Konflikt 47 spielen sollten, werde ich die Jungs auf alle Fälle in das DNA-Programm aufnehmen. Ja, nee, das, die 2 müssen noch weg. Oh ja, die wollten sich wieder reinschleichen. Ja. So, damit habe ich mir natürlich jetzt ordentlich was verbaut, aber so ist das. Wie viel hat dich das gekostet? Das ist übel, ja. Bautschen für Bautschen. Ja, das Ding ist, ich wollte die alle reinschieben, dass die alle hinter dem Wald sind. Ne? Aber ist halt ich spreng auf deine Jungs. Am ungünstigsten gelaufen. So, wir haben jetzt trotzdem noch einen Würfel. Tja, was machen wir jetzt mit dem? Tja, wir müssen weiter unsere Jungs retten. Ich gebe dir mal hier das Ganze. Denk dran, dass sie gleich einen Pin kriegen, wenn die aus dem Wasser kommen.
Na, ja, das werden die nicht alle schaffen, denke ich mal, oder? Ja. Das schaffen die nicht alle, so kriege ich wenigstens noch Deckung. Jo. Habe ich schon wieder. Ja. Denk das dran, die Wasserdeckung gilt nur für normale Schusswaffen, nicht für HE-Waffen, ne? Kann ich das war dir, glaube ich, nicht bewusst. Ja, ich wäre jetzt sowieso nicht komplett rausgekommen. Ich kann ja nur 6 Zoll, die waren ja noch gar nicht so. Ja, stimmt. Egal, wie sie jetzt gestellt hatte. Hier versuche ich jetzt einen Rallye-Befehl, weil ich habe hier eine 4 drin. Mhm. Ich komme jetzt sonst einfach nicht weg. Der wird wahrscheinlich auch direkt untergehen. Mhm. Ja, das war's. Rallye-Befehl. Mal gucken, ob er es schafft. Jetzt habe ich mich ja schon fast komplett entzogen. Ne? Ehrlich? Ich denke, ja. Ziehe ich den nächsten. Was habe ich denn jetzt hier noch? Achso, der draußen down. Habe ich da jetzt noch was? Nö, ne? Du hast auch tatsächlich. Den Pfiffikus hier. Ja, das ist der Sniper? Oder ach nee, du meinst den Ari. Ari-Man. Nee, den Sniper ist ja schon verheizt. Wolltest du mit dem Ari-Man das gleich nochmal probieren? Mhm. Ja, das ist. Was willst du machen, ne? Hätte auch klappen können. Ja, natürlich hätte das klappen können. Dann wären 3 Einheiten safe gewesen in dem Wald und hätten die Panzer nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Damit rechnet halt keiner, aber es ist halt die Situation, die passieren kann. Du bist. Alles klar. So, Christian hat seinen Sherman erfolgreich entpinnt. Fährt vor. Schieße direkt die Haubitze auf die Crew. Mhm. Das ist MG. Ja, es wird schwierig, die zu treffen. Ja, ja. Aber dann schieße ich alle anderen Waffen auch hier drauf. Ja, ja, klar. Ist ja noch groß genug. Ja. So, sie also, kriegen 2 Punkte Deckung, weil sie noch im Wasser stehen. Mhm. Für das MG. Es ist bewegt, aber super short. Das heißt, es ist die 4. Und die oben? Achso, machst du das, ja. Ja, ja. Die sind ja unterschiedlich wegen dem SK. So, sind 3 Treffer. Mhm. Ein Toter. Nichts picken. Aber ein Pin. Zack. Und der Pin. Dann das HMG. Trifft 1. Scheiße. Minus 1 passt nicht, nein. Und die Pack. Die Pack trifft mich. Doch. Wegen Super Short. Super Short ist minus 1 und ist für Büro. Ja. Dann muss ich. Die Schablone. Das ist bei dir. Und die Deckung zählt ja leider bei den HE-Waffen nicht. 6. 6. Ja, 6. Mhm. Sind und bleiben 6. Alles außer nur 1 ist doof. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den. Düpp. Ja, der Sherman, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ne? Der war ja schon in den letzten Runden sehr, sehr stark. Ja, krass. Okay, dann nächster Würfel. Du musst hier übrigens noch. Das ist der falsche. Hier muss der vierte Würfel hin. Ah, das ist ja, der. Da ist die Dinger vorzunehmen, da ist er. Ich habe aber an Würfel gedacht. Kannst du dich jetzt nicht beschweren?
kannst du eigentlich erstmal schalten und walten. Ich habe nur noch zwei Würfel drin. Und das sind nur die Boote. Die Jungs bewegen sich 6. Bis in den Wald und schießen hier auf deine Jungs. Mhm. Die haben eine MP und eine Bar. Die MP ist in Überschaut 6. Die Bar ist 6, ist ja. Ja, ist nicht ein Super Short, aber die MP ist ein Super Short. Muss man dran denken, die sind in Down gegangen. Ja, ja, das ist also die 4 für die MP. Mhm. Ein Treffer. Und die 5 für die Bar. Nein, also ein Treffer ist schon mal ein Pin. Aber kein Tor. Ja, kurz noch mal eins hinlegen. Und da den Würfel. Ja, ja. Befehlswürfel, das ist immer so dein Fluch. Ja, das war mein Fluch. Das Schlimme ist, dass ich die auch irgendwo immer hinlege. So ja, ja. Die sind weg. Das Beste war den einen Würfel, den ich in die Tasche gesteckt habe. Den Viertelstunden lang gesucht. Ja, richtig. Das passiert einfach zu schnell. Ja, dann gehe ich da mit dem MP-Mann nach vorne tatsächlich. Der checkt erstmal, ob er was machen will. Auch wenn er jetzt so mutig ist, siehst du? Der hat Kügel im Poppes. Der will nicht. Den ist das trotzdem hier alles zu heiß. Nächste. Sag mal, sind überhaupt noch welche von dir drin? Ja, zweimal Boote. Ja, dann fährt mein Dicker hier vorne noch vor. Schießt auf den hier, auf den Observer. Mhm. Genau. Ja. Kommt überhaupt 1 Zoll an meiner Figur vorbei? Wow, die stehen schon ziemlich im Zentrum von deinem Beschuss, ne? Ja, obwohl wird ja von links gezählt, ne? Von der Kante hätte ich was gesagt. Ja, das ist mehr als 1 Zoll vorbei. Ja, dann schieß mal. Also jetzt mit der Pack oder was? Mit einem. Mit einem, okay. Distanz? Waren 20. Vielleicht. 28 immer nicht. Stimmt nicht. 23. Also für die ganzen MGs lang und für die Pack. Für die Pack auch lang, ne? Für die Pack ist kurz tatsächlich, die hat 48. Ah, okay. Ja, und kleines Team, darfst du nicht vergessen. Das heißt, ist die 6, ne? Für die MGs. 2 Treffer auf alle Fälle. Oh, ich krieg keine 5, ey. Die Veteranen hast du gut ausgegeben. Nur ein Pin. Genau, und dann die Pack auf die 5, weil es kurz. Nein. Dann ein Pin. Und ich leg den Würfel hin. Ja. Da. Das ist jetzt davon. So. Weiter geht's. Zack. Das MG hier hinten macht einen Move. Man dachte die Blumen.
Darf sie? Grau. Huhu. Hast du noch was anderes vorgehabt? Aha, aha. Ja, eine schlechte Nachricht für euch haben wir. Ich bin raus. Wir haben gerade mal die Würfel durchgerechnet. Chris hat keine Chance mehr, annähernd zu gewinnen. Dafür habe ich leider zu viele Würfel der Japaner in meinen Besitz bekommen. Das sind für mich 36 Punkte. Chris dagegen hat 9 Einheiten zerstört. Das wären für ihn 9 Punkte. Und du hast nur noch 3 Einheiten, die Punkte machen können in der Aufstellungszone. Ja. Das heißt, du kannst nur noch maximal 15 Punkte erreichen. Dementsprechend ist das wirklich ein deutlicher Sieg der Amerikaner, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, du schießt mich total zu Klump. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Alles andere, glaube ich, sehen wir gleich im Fazit. Jo. Wir machen hier ein kleines bisschen Klarschiff, bauen die Kamera auf und dann sehen wir uns gleich. Jetzt haben wir es, oder? Eieieiei. Ja, Spaß muss sein, oder? Ja, klar. Auch für den besiegten Japaner. Ja, wie ihr jetzt mitbekommen habt, wir haben das Ganze früher abgebrochen, weil der Japaner ja einen Kamikaze-Angriff machen musste. Ja, es war... Du hast wenigstens authentisch gespielt. Richtig. Weil eigentlich hätten sie diesen Angriff jetzt ja noch mit einer Handgranate in der Hand gemacht. Richtig, genau. Ne? Irgendwas sowas in der Richtung. Weil ich fand es auch irgendwie abstrus, dass ich jetzt praktisch vor deiner Linie lag und als Japaner da nochmal drauf schieße. Merkwürdig. Aber Christian hat schon recht. Ist natürlich extrem gefährlich, das nur mit Teams zu machen. Auch wenn ich Veteran bin und du warst nur regulär. Steht trotzdem die Chance einfach, weil du mehr Würfel hast, mich auszuschalten. Und so war es auch. Das war die schlechtmöglichste Situation, die hätte eintreten können. Alle 3 Teams, die ich da reingeschickt habe, also mit Offizier, wurden von dir vernichtet. Genau. Kann man jetzt sagen, ja, warum hast du das gemacht? Aber für den Realismus und für den Spaß war es halt eigentlich irgendwie cool. Ja, wir spielen halt auch nicht kompetitiv, genau. Deswegen, ja. Deshalb ist das okay. Kann man ist das vertretbar? Genau, denke ich auch. Aber wir müssen demnächst mal eine Strichliste machen, wann du mal gewinnst, glaube ich. Ja, wobei es mich eigentlich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht so stört. Also mich stört es halt nur, wenn ich irgendwie Regeln vergesse und aufgrund dessen verliere. Aber so ist es halt Würfelglück dann irgendwo. Ne? Ja, Regeln vergessen wir ja beide, deswegen ist das ja schon ein Ausgleich. Das gleicht sich ja dann aus. Ja. Und bis auf diese Situation, die ich ja da initiiert habe, ist ja, habe ich ja vorher nichts falsch gemacht. Wo man jetzt sagen könnte, ja, das war jetzt Schwachsinn. Ja, und was man sagen muss, Panzer auf offener Fläche, die rocken schon ganz schön. Ne? Ja, also... Du kommst mit deinen Figuren nicht weg, ich kann drauf schießen. Genau, also ich hatte, also man muss schon sagen, also für dich selber und für mich war... Die Einheit des Spieles insgesamt, der Sherman. Der hat definitiv. Eigentlich seit der Runde, wo er zum ersten Mal schießen konnte, eigentlich auch immer getroffen, meine ich noch. Ich müsste jetzt, weil wir hatten ja jetzt eine Verzögerung, haben wir jetzt später sind wir wieder eingestiegen. Aber ich meine, der hätte auch immer getroffen irgendwas. Ja. Und das ist ja einfach Gold wert. Und das Problem war einfach, ich muss ja von dem Strand runterkommen, wurde halt verzögert in meiner Bewegung. Und dann hast du die ganze Zeit halt so ein Fahrzeug im Nacken. Und ja, ich hatte halt, das hatte ich Christian nicht verraten, natürlich sämtliche große Infanterieeinheiten neben den Selbstmordattentätern, alle natürlich noch mit Granaten ausgerüstet. Und deshalb war ich da in der Zwickmühle zu sagen, gehst du jetzt komplett rein und schnappst dir die Infanterie, wo du ja dann keine Chance natürlich gegen die großen Einheiten hast, oder splittest du auf, gehst mit denen da weg, und schnappst dir den Sherman. Hätte ich mir den Sherman holen können, das wäre aber ein Siegespunkt gewesen und hänge immer noch am Strand fest. Ja. Und hättest immer noch mit diesen Einheiten da drauf gehen können. Also das ist, da muss man sich irgendwann entscheiden, wie machst du es. Ja, ja, stimmt. Ne? So habe ich natürlich sämtliche Panzerjägerregeln außer Acht gelassen, weil die nicht zum Tragen kamen. Und Christian hat mir vorher... Natürlich alle, das waren glaube ich 3 Selbstmordattentäter-Teams, die hast du mir ja vorher schon weggemacht. Somit hatte ich eigentlich
auch gar keine richtige Panzerabwehr mehr in dem Moment. Kann man diese Selbstmörder eigentlich auch als Veteranen hinstellen? Ja, du kannst das schon, aber es ist eigentlich unsinnig von den Punkten her, bin ich der Meinung. Weil du könntest dann halt anderes halt einsetzen. Muss man mal ein bisschen durchkalkulieren, aber ich weiß nicht. Kosten, Nutzen, ich weiß es nicht. Ja gut, eigentlich nutzt man die ja meistens, um Würfel zu generieren, ne? Deswegen. Richtig, ne? Und einmal hochjagen irgendwo. Deshalb habe ich sie ja so gestellt, wenn du dich noch erinnern kannst, beim Aufmarschieren auf dem Strand, dass die immer hinter den großen Trupps waren, dass du die dann eigentlich nicht, ne, so schnell kriegst. Aber irgendwie wird da mal eine Einheit gepinnt, dann musst du die andere überholen, weil sonst kommst du nicht vom Strand weg. Du siehst ja dann, was dann passiert. Das kannst du nicht alles einkalkulieren. Und ja, gut, das ist halt so. Und ja, Christian hatte letztendlich nur die Aufgabe, mich wegzuschießen. Und deshalb war es jetzt auch nicht immer so sinnvoll, da jetzt Einheiten von dir auszuschalten. Es war eigentlich nur sinnvoll, damit du irgendwann mal das Würfelungleichgewicht hast, damit ich vom Ziehen her dir voraus bin. Ne, das ist die, aber halt natürlich versucht habe, Einheiten schnell reinzubekommen. Ne. Und wenn ich halt vom Strand irgendwann mal weggekommen wäre, dann wäre das mit deinem Panzer nicht mehr so ins Gewicht gefallen, ne, durch Deckungsmöglichkeiten. Und wenn du mit deinen Panzern hier hättest rein gewollt, wäre auch schwieriger geworden. Ne. Ja. Ja, da hätte ich mir schon Flächen suchen müssen. Mit dem ich, ja gut, dann hast du ja auch nicht die volle Bewegungsreichweite auf dem Strand natürlich, ne? Genau. Ja, ja, da bin ich ja in der gleichen Bredouille. Genau. Ja, ich persönlich hätte nach der dritten Runde und unserer langen Pause gar nicht gedacht, dass ich noch gewinne, weil du mir am Anfang so viel von den Trupps weggeschossen hast oder sie auch sehr stark dezimiert hast, gerade durch den verlorenen Flieger. Am Ende der dritten Runde, das war ja der Hammer. Das muss man ja aber mal bedenken, ne? Das war ja auch nur eine Glückssituation, die ja keiner von uns auf dem Schirm hat. Nee. Und dadurch sind ja auch viele Einheiten von dir down gegangen, also ordentlich gepinnt wurden. Ich meine, das ist ja der große Vorteil, dass der Ami das wirklich zweimal rufen kann, aber das kann dann auch natürlich durch die Eins auch ganz schön schief gehen, was passiert ist. Und ich glaube, deine beste Einheit war auch der Flieger dieser Runde. Ja, der Flieger, der Flieger, den ich im Prinzip dann gehabt habe. Ja, genau. Ja, den du dann gesteuert hast, genau. Der und, war dann mal 75 Punkte kostenlos. Richtig. Plus mein Ariob-Server war ja auch stark. Ne? Also im Endeffekt haben die Einheiten dir erstmal deine Infanterie vorher ordentlich geplättet. Ne? Ja. Ja, ja. Also weniger erstmal wirklich meine Infanterie. Also ich meine jetzt erst ab der Runde 4 sind jetzt meine Infanteristen in den Nahkampf gekommen und haben dann selber aktiv Einheiten ausgeschaltet. Vorher war das alles durch Bombardement und hier und da mal ein Schuss. Mhm. Na, aber sonst nichts. Ja gut, aber so ist es halt, eine Anlandung. Ne? Ja, mit ein bisschen mehr Würfelglück. Das war jetzt schon diesmal etwas ausgeglichener, was wir gespielt haben. Ja. Wenn ich da die letzte Sitzung zusehe, da war ja wirklich, das war ja ein reines Gemetzel. Ja. Aber wir nähern uns an, dass es doch besser wird. Also wie gesagt, wir haben jetzt nur zu Anfang eine Option falsch gespielt, dass ich die Landungsboote als kostenlos deklariert hatte, was sie nicht waren. Und aufgrund dessen haben wir ja nochmal umgestellt, weshalb Christian dann auch nochmal einen zweiten Panzer praktisch hatte. Und zwei zusätzliche Trupps, genau. Zwei zusätzliche Trupps, damit wir das so austarieren. Was wir jetzt noch gesagt hatten, war, wir wollten das gerne nochmal mit der Wetteroption spielen. Genau. Ja, dann vielleicht auch nochmal Option Minen versteckt, weil das Problem mit den Minen, das ist gut und schön, wenn sie da liegen, aber wenn es für die gegnerische Truppe zu sehen ist, umläuft man es immer nur. Deshalb sind die Minen dann praktisch nutzlos. Gut, klar, du blockst da ein kleines Stück Feld weg, aber ich kann es ja trotzdem locker umlaufen. Ne? Ja, das oder du gehst mit einer Einheit drüber und opferst die und es macht Bumm. Ja. Ne? Dann ist das Minenfeld ja im Grunde genommen auch weg. Ja, gucken, aber ich habe ja fast ausschließlich Veteranen gehabt, da würde ich nicht die. Ja, gut, dann hättest du so einen Selbstmordattentäter drauf gejagt. Gut, ja. Ja. Ja, aber die sollten ja eigentlich was anderes machen. Ne? Nein, da gibt's ja genug Optionen dementsprechend. Man kann einfach mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt als Anlandender halt sehr, also speziell als Japaner, sehr viel Veteranen gespielt. Es gibt natürlich auch die Option,
sehr viel regulär zu spielen, um nochmal mehr Order-Dice rauszuholen. Setzt natürlich voraus, dass du die Kapazität in dem Boden hast, weil dann könnte man auch sagen, okay, du landest die in Wellen an. Ne, das war jetzt die letzte Frage von mir, dass du, sage ich mal, nicht bei der ersten Option alles anlandest. Ja klar, das kann man ja machen. Ne? Sondern, dass du dann sofort ein Boot zurückschickst, die nächsten einlädst. Ja, ja. Das ist natürlich vielleicht taktisch auch nicht so schlecht, weil dann hast du den Strand nicht vollgeknallt. Weil du hast dann irgendwann das Problem, wenn du aktiv alle rausbekommst, dann hängst du aber am Strand. Ja, so, die blockieren sich dann auch gegenseitig. Genau. Ne? Die nächste Einheit kommt nicht raus. Du hast das Problem noch, dass du das Soft-Landungsboot da stehen hast, was dir dann gleich um die Ohren fliegt, wenn du nicht schnell genug weg bist. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man das mal in Wellen versucht anzulanden. Ne, das oder alles nicht auf einer Stelle, sondern ein bisschen verteilt. Vielleicht bringt es dann auch mehr. Ja, wobei, du hast ja man kann, gesehen. Man kann jetzt aber, man kann aber viel philosophieren. Ne? Ja, das natürlich. Ist so. Aber das war, wenn du ehrlich bist, jetzt keine schlechte Strategie von mir. Du musstest von da alles verlagern, hast ja selber zugegeben. Hier war der Druck so groß, dass ich ja eigentlich hier durchgebrochen bin, ne? Bis auf diese eine Situation. Und jetzt mussten deine Truppen ja hier rüberkommen irgendwann mal. Ne? Das kann man dann auch sehen, wie man will. Ne? Ja, es sind halt viele Faktoren. Es gibt da kein, ich denke mal, so ein Anlandungsspiel ist halt immer gespickt mit Überraschungen. Ja, auf alle Fälle. Ein Spiel ist nie gleich wie das nächste. Also es ist wie immer, es ist eine gute Aufstellung, es ist ein gutes taktisches Vorgehen und es ist Würfelglück. Ja. Das sind die drei Optionen, die wir hier haben und dementsprechend, ja, wenn alles passt, kann man gewinnen, muss man aber nicht. Ja. Also ich würde es gerne auf jeden Fall nochmal spielen mit den besagten Geschichten und dann kannst du mal der Anlandende wieder sein. Ne? Ja klar, kein Problem. Ich würde mal die Seite auch nochmal sehen wieder. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Nö. Genau, da sind wir durch. Dann würde ich sagen, das nächste Mal sind wir dann wieder in der Wüste. Mhm. Wir wollen mal eine kleine Kampagne versuchen von so zwischen, ja, 4, 5, 6 Spielen. Mhm. Wir gucken mal. Ich habe mir so ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr was auszudenken für so eine kleine Kampagne. Und da würde ich sagen, das ist ja das, was wir noch offen haben von unserer ganzen Videoreihe, dass wir eine kleine Kampagne zum Schluss spielen wollten. So ein bisschen auf das Wüstenbuch bezogen. Und ja, da würde ich sagen, werden wir das nächste Mal mit den Vorbereitungen ein bisschen anfangen, dass wir alles im Rahmen packen. Ja. Vielleicht das erste kleine Spiel dann auch spielen. Und dann sehen wir uns dann auf alle Fälle wieder. Genau. Ja. Alles klärchen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.